Hallo YouTube. Hallo Freunde des Let's Plays. Euer Spotty mit der 26. Ausgabe GT Legends. Ihr habt wieder gewählt und übrig geblieben ist der Austin Healey 3000. Das ist somit das Fahrzeug für die nächste Folge. Da kann ich euch leider keine Abstimmung anbieten. Ich könnte euch nur über die Farben abstimmen lassen. Dafür stelle ich euch ein paar Strecken mehr zur Verfügung. Und zwar könnt ihr wählen 6 Stück. Ihr dürft natürlich oder solltet natürlich nur eine wählen. Ihr könnt also jetzt die Strecke wählen für die letzte Folge, die wir dann mit dem Austin Healey 3000 bestreiten werden. Donington Park, National, Imola, Manicure Grand Prix, ich weiß, hatten wir erst kürzlich, aber trotzdem noch mal im Angebot. Nürburgring Grand Prix, Spa-Francorchamps oder, was wir letzte Woche hatten, Solda. Solda, Spa, Nürburgring, Manicure, Imola oder Donington Park. Das sind die Auswahlmöglichkeiten für nächstes Mal. Unten verlinkt natürlich, wie immer. Wir haben hier 10 Runden, die wir heute fahren werden in Monza. Das wurde euch nämlich in Kombination mit dem, Lotus Cortina heute gewählt. Monza, Lotus Cortina. Und entsprechend picken wir uns den. Golf-Lackierung? Golf? Ja, nehmen wir halt eine Golf-Lackierung. Ich wollte eigentlich so ein Standard-Lotus, die Standard-Lotus-Lackierungen weiß mit grün nehmen, aber nehmen wir den. Ja, Lotus Cortina. Eigentlich bekannt unter dem Namen Ford Cortina Lotus, wie auch immer. Es gab mal ein Ford Cortina, 1962 bis 1982 wurde das Auto insgesamt gebaut, und zwar in England von Ford als Limousine und Kombi in der Mittelklasse. Die erste Generation des Ford Cortina lief von 1962 bis 1966 vom Band, ausgestattet mit einem reinen Vierzylinder mit 1,2 Liter bzw. als GT-Version mit 1,5 Liter. Die Autos waren halbwegs leicht, 819 bis 927 Kilo, kann man also ungefähr so lassen. Die PS-Zahl war allerdings auch relativ leicht ausgelegt, und zwar 48 bis ungefähr 76 PS. Bei 86 bis 120 Newtonmeter Drehmoment kommt da noch nicht so viel Freude auf. Topspeed 127 bis 149 km/h für die 60er vielleicht okay, aber insgesamt doch ein bisschen schwachbrüstig. Ford war der Meinung, wollen wir so nicht lassen. Liebe Freunde bei Lotus, Colin Chapman, mach mal was dagegen. Bau mal einen Cortina auf für den Motorsport, und entstanden ist dann der Ford Cortina Lotus, bei dem man einiges geändert hat. Von Ford kam das Grundauto, Lotus hat dann rumgeschraubt, die Außenbleche für Türen und Hauben wurden zum Beispiel durch Alu ersetzt, der Zylinderkopf wurde durch Alu oder durch Leichtmetall ersetzt. Man hat das Ding einfach aufgebohrt für Rennsport, man hat das Fahrwerk komplett überarbeitet, man hat aus dem Motor einiges mehr rausgekitzelt. Die Serienversion, die zu Homologationszwecken ja damals nötig war, insgesamt mussten 1000 Stück gebaut werden, um für die Gruppe 2 homologiert zu werden, was man dann auch geschafft hat. Die kam dann mit einem 1,6 Liter reinen Vierzylinder daher mit 106 PS, 141 Newtonmeter bei 842 Kilo, immerhin 176 Sachen Topspeed. Ist schon einen Tacken besser, aber naja. Trotzdem wurden 3306 Stück davon gebaut auf Basis der ersten Generation des Ford Cortina. Von der zweiten Generation waren es glaube ich nochmal 4300, aber die interessieren uns nicht. Das hier ist auch die deutlich schönere Version vom Cortina, also egal ob Ford oder Lotus. Die erste Generation wirkt zumindest in meinen Augen deutlich attraktiver als dann die zweite. Den Motor, den man bei Lotus für den Cortina verwendet hat, hat man bereits vorher schon 1962 getestet im Lotus 23, also im reinrassigen Rennwagen, und hat den dann auch im Lotus Elan verbaut. War also dann doch so ein Produktplattform, irgendwie sowas. Hat man damals bei Lotus schon gehabt, hat man ja heute immer noch, heutzutage hast du
ein Fahrwerk und klatscht 3, 5, 10 verschiedene Karosserien drauf. Und die finden sich dann alle in Assetto Corsa wieder. Verkauf und Marketing fand durch Ford statt, der Umbau allerdings dann komplett durch Lotus, also sowohl Motor als auch Fahrwerk und eben Außenhaut und Innenraum und und. Für den Motorsport gab es dann in der Gruppe 2 auch Vehikel, die etwas besser motorisiert waren. Wie gesagt, das war das Homologationsmodell der Lotus Cortina und darauf aufbauend hat man sich dann für den Rennsport bereit gemacht. Da ging es dann unter anderem 1966 bis zu 180 PS. Man war auch nicht so ganz unerfolgreich. Man hat immerhin 8 Klassensiege in der britischen Saloon Car Championship errungen. Und ich glaube, ist dann auch dort Meister geworden in dem Jahre 1966. Auch in der europäischen Tourenwagen Challenge hat man 4 Klassensiege einfahren können, bis 2 Liter. Aber musste dann doch letzten Endes den kürzeren ziehen gegen Alfa Romeo. Die waren ein bisschen stärker unterwegs. Aber insgesamt der Lotus Cortina im Rennsport eben nicht ganz unerfolgreich. Man hat sich auch im Rallye versucht, oder im Rallye-Sport. Allerdings stand man dort im Schatten der Ford Escorts. Interessant, dass man bei den Tourenwagen ja mit Ford auch ein gewisses Aufgebot hatte, mit Ford Falcon und Ford Mustang, dort sich aber irgendwie behaupten konnte. Man war auch deutlich überlegen den Jaguars gegenüber mit ihren 3,8 Liter Aggregaten war es, glaube ich. Man konnte wirklich auch einige, also neben den 4 Siegen, die man in der europäischen Tourenwagen Challenge errungen hat, konnte man einige gute Platzierungen, so dritte, vierte Plätze einfahren, was ja gegenüber der damals doch sehr umfangreichen Konkurrenz gar nicht mal so schlecht war. Wir fahren hier ein Auto mit 167 PS, welches 194 km/h Topspeed können soll. Kann es auch, denn auf der Strecke, auf der wir heute unterwegs sind, ist Topspeed ja so ziemlich das Einzige, was man fährt. Kurven gibt es ja kaum in Monza. Allerdings werden wir das Getriebe oder die Übersetzung ein wenig länger machen, sodass wir diese 194 wohl knacken dürften. 830 Kilo ist meiner Meinung nach für dieses Auto relativ viel, wenn das Homologationsmodell schon bei 842 Kilo war, frage ich mich, was haben sie hier getrieben, dass das reinrassige Rennauto nicht doch noch ein bisschen leichter geworden ist. Aber was weiß ich schon. Ich weiß ja noch nicht mal, ob wir hier wirklich einen reinen Vierzylinder unter der Haube haben mit 1,6 Litern oder ob es doch was anderes ist. Da schweigt sich dann leider GT Legends wieder ein bisschen aus. Und auch das Internet in der ETCC 66 ist man angetreten mit einem Fahrzeug mit 175 PS, im Jahr davor mit 150 PS. Beides mal 1,6 Liter rein Vierzylinder, also müsste das schon ungefähr so stimmen. Und man liegt hier mit GT Legends irgendwo wieder mittendrin, aber nichts Genaues weiß man nicht. Die Dinger sind heute ein bisschen was wert. Ich glaube, vor ein paar Jahren sollte einer für 120.000 Pfund verkauft werden. So ein reinrassiger Rennwagen. Sind also wohl doch sehr beliebte Stück oder beliebte Autos. Ich glaube, beim AVD Oldtimer Grand Prix waren einige davon am Start, wenn mich nicht allzu viel täuscht. Allerdings konnte man da auch Ford Mustangs sehen und auch vom, nicht Ford Falcon, sondern Ford Galaxy, der war auch noch vertreten. Also große Ami-Schleudern, da wirkt dieser Cortina doch schon fast etwas fehl am Platze. Warum ich gerade noch die Weiß mit grüne Farbe wählen wollte, die Homologationsfahrzeuge, die bei Lotus vom Band fielen, beziehungsweise die von Ford kamen, bei Lotus aufbereitet wurden und dort die Hallen verlassen haben, die wurden in Weiß mit grünen Streifen ausgeliefert. Das heißt, ein Original Lotus Cortina ist eben eigentlich weiß mit grün. Beim Rennsport ist ja alles anders, deswegen wählen wir hier einen mit Gulf Sponsoring, weil ich die Lackierung einfach geil finde. Was wollte ich denn gerade noch loswerden? Da fiel mir gerade was Siebenteils ein und da ist es auch schon wieder weg. Genau. Der Lotus Cortina ist zu einer Zeit entstanden, als Lotus gerade selber ein großes Programm angefahren hat, um ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, eben den Lotus Elan. Und war da so ein bisschen arg im Stress dann, aber hat es doch noch irgendwie gebacken bekommen, 1963 die 1000 benötigten Lotus Cortina herzustellen, um ein Homologationsmodell eben oder die Homologationsbedingungen zu erfüllen für die Gruppe 2. Gut, das wäre es zu dem Fahrzeug. Ich schaue noch mal ganz kurz über meine Notizen.
Sieht aber soweit ganz gut aus. Jawohl. Dann können wir einsteigen und die Strecke im Königlichen Park von Monza besuchen. So, dann fangen wir auch gleich mal an hier. Final Gearing hochzuschrauben muss sein. Wir hängen sonst an 4 Punkten im Begrenzer. Normalerweise mache ich hier nichts am Setup, sondern lasse alles so, wie es ist. Aber hier ist es definitiv ratsam, mal ein wenig nachzulegen. Ja, willkommen auf dem Autodromo Nazionale Monza, einer Traditionsstrecke der zweitältesten permanenten Rennstrecke Europas, der drittältesten permanenten Rennstrecke der Welt. Hier im Königlichen Park von Monza, nordöstlich von Mailand, in Italien natürlich. Der Klassiker auch in der Formel 1, denn von 1950 bis heute jedes Jahr ein Rennen in Monza, mit Ausnahme von 1980. Da musste man nach Imola ausweichen, weil man in Monza umgebaut hat. 1927 wurde die Strecke eröffnet als 5,5 Kilometer Grand Prix-Kurs, so wie wir ihn heute kennen. Hä? Das ist ja fies. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja gar nichts. Aber sehr interessant, ist ja sehr interessant. Nee, wir nehmen doch einen weiß-grün lackierten. Welchen hatte ich denn da gerade? Den hier? Ich glaube schon. Nun, nochmal rein. 1927 erbaut die Strecke mit 5,5 Kilometern. Es gab aber auch damals schon die 10-Kilometer-Variante, die durch das Oval führte. Ja, da will ich hin. Nicht Reverse, ich will dahin. So. Genau. Das wollte ich eigentlich. Dieses Cockpit. Also es gibt anscheinend vom Lotus Cortina in diesem Spiel einen Rechtslenker und es gibt einen Linkslenker. Ich hätte jetzt gerade durch die Gulflackierung den Linkslenker erwischt. Jetzt fahren wir den Rechtslenker. Wird es irgendwann mal grün? Vielleicht ist es ja schon. Jetzt. Das Geile hier, der Drehzahlmesser ist abgeklebt und dafür ist ein Separator oben aufs Armaturenbrett geschraubt. Finde ich cool. Finde ich aber auch sehr interessant, dass die wirklich unterschiedliche Cockpits auch für die Autos anbieten. Ist mir bisher noch gar nicht so bewusst geworden, glaube ich, oder? Naja, also es gab schon damals eine Variante, da seht ihr rechts die Steilkurve vom Oval, wo man Oval plus Rennstrecke fahren konnte, also die 10-Kilometer-Variante. Man konnte auch nur das Oval fahren, das eben seit Bestehen der Rennstrecke. 1930 hat man dann der Rennstrecke einen Shortcut hinzugefügt, um so aus dem Grand Prix-Kurs abzuzweigen, kurz vor der Parabolica, um dann in die zweite Steilwandkurve überzugehen. Die Strecke wurde auch, glaube ich, ein paar Mal dann gefahren. Hat sie aber nicht so wirklich durchgesetzt. Hoppala. Ob das mit der längeren Übersetzung so gut ist, ich weiß es nicht. Mitte der 30er hat man dann angefangen mit Schikanen. Die Autos wurden nämlich immer schneller und schneller und schneller. Und Monza ist nun mal ein High-Speed-Kurs. Man konnte aber die Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Deswegen musste man die Autos künstlich runterbremsen durch Schikanen. Hat das an den drei Stellen, wo auch heutzutage die Schikanen sind, gemacht. Und zwar über Reifenstapel. Die hat man einige Jahre später dann allerdings wieder abmontiert. Und erst in den 70er Jahren wieder aufgestellt, dann allerdings fest installiert. Die erste davon war 1972 die Variante Ascari, durch die wir gerade durchfahren. Die anderen beiden kamen dann 1976. Ups. Hinter uns ein Ford Mustang. Und irgendwo hier zur Linken ging Anno Tobak dann dieser Shortcut auf das Oval ab. An welcher Stelle genau das war, kann ich euch leider nicht sagen. Aua! Hey du Klappspaten da!
Nur weil du einen dicken Ami fährst, meinst du hier machen zu können, was du willst, wa? Bitte. 1938 bis 48 fand übrigens kein Rennen hier statt. Da hatte man, glaube ich, Besseres zu tun. So Krieg und so, ne? Aber danach ging es dann eben wieder heiß her. 1955, 56 sowie 1960 und 61 ist die Formel 1 hier die 10-Kilometer-Variante gefahren. Da fährt man dann aus dem Oval heraus auf die Start- und Zielgerade. Und den Anfang der Runde verbringt man auf einer separaten Abtrennung, die dann auf das Oval führt. Dann kommt man zweimal über Start und Ziel pro Runde. Ist ein bisschen komisch, bin ich einmal gefahren in Race 07 als Mod. Ist aber ganz, ganz unterhaltsam. Und dann eben 10 Kilometer lang das Ganze. Ansonsten die Formel 1 immer auf dem Grand Prix-Kurs unterwegs. Was habe ich denn hier noch? Seit 2000 dann auf dieser... Mist. Auf der aktuellen Konfiguration. Zuvor sah die erste Schikane mich noch ein bisschen anders aus. Da ging es, lass mich überlegen, links, rechts, links, rechts. Momentan haben wir nur noch rechts, links, rechts. Also ein bisschen aufgeräumter die erste Schikane, die ging früher, oder war früher eine Doppelschikane. Ja, neben der Formel 1 haben wir natürlich auch anderen internationalen Motorsport gehabt. Die Superbiker waren bis 2012 oder 13 hier. Ich glaube 2012. Allerdings war die Strecke für die Superbiker, also die World Superbike, ein bisschen zu unsicher. Man hat sehr viele schwere Abflüge gesehen und deswegen dann das Rennprogramm hier eingestellt. Die Motorrad-Weltmeisterschaft war zugegen. Von 1949 bis 1987, also sehr international ausgerichtet das Ganze hier. Die WTCC 2005 bis 2013 auf dem kurzen Kurs, nur 2009 ist man nach Imola abgewandert und hat dort den italienischen Lauf ausgetragen. Die Longpin Endurance Serie ist hier zu Gast, wie wir aus unserer GT Sprint Serie schon wissen. Und früher war die European Touring Car Challenge hier mehrfach unterwegs. Monza ist also wirklich berühmt, berüchtigt, bekannt. Vor allem auch für seine Fans. In der Formel 1 zumindest. Mir persönlich sagt die Strecke nicht so wirklich zu. Sie ist zwar verdammt schnell, aber sie ist sehr simpel gestrickt. Besteht ja eigentlich nur aus Geraden. Und zwischendurch gibt es dann halt mal so drei Schikanen, aber das war es eigentlich. Okay, die Parabolica haben wir, die Curva Grande haben wir und die beiden Lesmo-Kurven. Aber ansonsten ist das nichts für mich. So, wir haben fast 200 km drauf gehabt. 196 waren es gerade vor dem Bremspunkt. Zu schnell durch die erste Variante gefahren. Und ich weiß nicht, ob das mit dem lang übersetzten Getriebe so gut ist. So viel Topspeed gewinnen wir nicht. Dafür verlieren wir aber Beschleunigung. Hier am Bremspunkt haben wir jetzt ungefähr 183 drauf. Mal wieder zu früh gebremst und zu langsam eingebogen in die zweite Schikane. Uiuiuiui, zweite Lesmo, ein bisschen flink genommen, aber es hat noch gepasst. Jetzt raus zur Variante Ascari. Einmal unter dem Oval durch. Hier diese Brücke ist Teil der Strecke, Teil des Ovals.
Die nächste Runde bin ich dann übrigens mal still. Damit ihr mal den kleinen Rhein-Vierer hören könnt. Sonderlich schön klingt der. Nee. Gefällt mir nicht vom Sound. Ich denke mal, diese Runde fahren wir noch und dann geht es ab ins Rennen. Mit langem Getriebe, ja. Oder doch nicht? Ich glaube, wir sind mit dem kurzen Getriebe schneller. Nicht in Sachen Topspeed. Aber so. Ja, doch, eigentlich schon. In Sachen Geschwindigkeit vor den Bremspunkten. Außer vor der ersten Schikane gewinnen wir durch ein kürzeres Getriebe eigentlich schon einiges. Naja, zu spät gebremst. Und die Runde dadurch kaputt gemacht.
Hätte ziemlich gut werden können. Hätte. Hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Was will gerade an uns vorbeigehen? Sag nicht ein Cortina. Ach ne, Mustang. Ja, nur um in die Box zu fahren, ja? Poser. Ups. Ne, das Auto ist ein bisschen underpowered. Wir haben zu viel verloren im letzten Sektor. So, machen wir dich wieder kürzer. Macht so keinen Sinn nicht. Wo stehen wir denn? Letzter, hä? Fast, fast. Okay, das wird ein interessantes Rennen, bei dem wir einfach zu langsam sind. Wieder mal. Wir müssen unsere Stärken halt in den beiden Lesmos ausspielen. Einen guten Start hinlegen. Die beiden Jaguar, die rund um uns herum stehen, die sollten eigentlich locker verblasen. Hey! Ja. Oder auch nicht. Aber es wird jetzt sowieso ein Kuddelmuddel hier. In Turn 1, da brauchen wir uns noch keine großen Gedanken machen, dass wir den Start verloren haben. Ich meine, der Start an sich war gut, bis wir das Auto verloren haben. Kleinstwagen, wohin das Auto blickt. Da vorne ist nochmal so ein Golf lackiert. Also, was heißt nochmal? Wir sind ja gar nicht mehr Golf lackiert. Ui, 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 ui. Jungs, macht keinen Scheiß nicht. Oh, Mist. Dann noch ein Cortina hinten drauf gerast. Der ist irgendwo neben uns, ne? Jetzt nicht mehr. Gas mit dem Cortina. Gas, 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 gas. Jetzt hängen wir im Begrenzer. Doch deiner Linie treu, Kollege. Minifahrer. Jetzt kommt der Mustang aus dem Windschatten und überholt wieder alle, ja? Oh, Army Power. Wir hängen im Begrenzer, das gibt's gar nicht. Oh, oh, da vorne verliert fast einer seinen Mustang.
Die eiern ganz schön rum hier mit den Mustangs. Was ist denn los, Jungs? Ist euch die Leistung zu viel? Ja, und jetzt adieu. Da war mal Gas mit seinem V8. Wir haben ja nur eine der beiden Bänke. Und keine Leistung unter der Haube. Zu viel Körb mitgenommen gerade. Ui. Ah. Der fährt Schlangenlinie vorne, als wir das bezahlt kriegen oder als wäre er besoffen. Weiß ich natürlich nicht. Wieder hängen wir einen Begrenzer. Wir haben jetzt 180, 3, 4, 5. Ich glaube, wir sind noch nicht bei 194, wenn wir im Begrenzer sind. Aber wenn wir die Übersetzung hochschrauben, dann haben wir zum Beispiel hier im zweiten Sektor, glaube ich, 183 vor der Schikane gehabt. Hier haben wir hier mit dieser Übersetzung wieder im Begrenzer hängen. Das heißt, wir sind schneller mit dem kürzeren Getriebe. Wir sind insgesamt zu langsam. Ihr seht es auch an der Rundenzeit, 2,28,5. Vielleicht locker provoziert. Zu weit raus. Kies. Nicht gut. Ja, ja, Cut Track. Am Hintern. Ah. Mist. 3 cm weiter rechts. Und wir wären vielleicht sogar noch an einem Mustang vorbeigekommen. Aber so habe ich das Auto halb verloren und habe dann irgendwie so eine komische Cut Track Warning da bekommen. Warum auch immer. Ich habe so verdammt viel Zeit gerade bei der Aktion verloren. Und dann kommt das Spiel schon wieder mit dem Cut Track. Diese. Das ist in Race 07 der gleiche Schmuh und in R3E wird es nicht besser. Mit diesem Cut-Track-Warning-Gedöns. Runde war nichts. Hat der Lotus Cortina vor uns eigentlich eine andere Gearbox drin oder fahren wir da auf dem gleichen Level? Das können wir jetzt mal ausprobieren. Sah irgendwie so aus, als wäre er auch im Begrenzer, genau wie wir. Lass mich Platz. Hast du gut gemacht. Bisher. Ja, er bremst ein bisschen später. Und kriegt die Kurve sogar noch. Gibt's ja gar nicht.
Jetzt bräuchte man so einen fünften Gang, aber den haben wir nicht. Wir sind da leider ein bisschen limitiert. Und wieder mal Mustang Power. Wie die davonziehen können. Nur weil sie Leistung haben. Finde ich nicht gut. Finde ich absolut nicht gut. Okay. Sorry, das macht man nicht, ich weiß. Ich wollte aber nicht ans Ende des Feldes zurückgereicht werden. Bald Rennhalbzeit. Unsere schnellste Runde war über eine Sekunde schneller als im Qualifying. Dafür haben wir keine Funzel mehr. Und wieder! Das war knapp. Sowohl, dass ich links nicht von der Strecke gefallen bin, als auch, dass ich dem guten Cortina hier nicht drauf gefahren bin. Das war eine sehr knappe Nummer. Sehr viel Zeit noch im zweiten Sektor gefunden. Knapp eine Sekunde. Okay. Und nochmal 13 im letzten Sektor. Mhm. Da geht also noch was. Und irgendwie ist der Cortina gerade an einem schwarzen Mustang vorbeigekommen. Hatte ich ja die Runde zuvor auch versucht und dabei mein Auto verloren. Ich sehe schon, die zweite Lesmo wird gleich wieder sehr, sehr interessant. Genau, er bremst sehr früh. Ich möchte aber früh ans Gas, um an ihm vorbeizukommen. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Und jetzt gibt er wieder Gas, ne? Jetzt gibt er wieder Gas, der Freckling. Aber es kommt noch eine Variante Ascari, Kollege.
Dies hat es noch nicht gebracht. Ist übrigens kein Schwatter, sondern irgendwie so ein Tannengrün oder sowas. Der muss dann vor uns. Ja, es wird Tag. Und wir haben noch 4 Runden. Wieso hast du denn gerade gebremst, Mustang? Ist eine Maus über die Straße gelaufen. Oh, ich glaube, ich sehe nicht viel. Das ist nicht gut. Ich muss einen Bremspunkt treffen. Und nicht einen Mustang. Einen Bremspunkt. Keinen Mustang. Nein, 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 nein. Ich will nur einen Bremspunkt erwischen. Wie kriege ich jetzt die nächste Kurve hin, ohne ihm aufzufahren? Der Cortina ist schon wieder vorbei an einem Mustang. Gibt's ja gar nicht. Was macht der denn da vorne? Hat der mehr Leistung als ich, oder wie? Eigentlich nicht, die waren alle gleich ausgestattet. Fast wäre man einem Schwarz-Roten vorbeigekommen. Hey! Das ist aber nicht nett. Nur weil ich dich ein bisschen blockiert habe, musst du mich doch nicht gleich von der Strecke rahmen, du Arsch! Na, das war's jetzt mit einer besseren Platzierung. Ich wäre jetzt am Schwarz-Roten dran gewesen, aber dieser Tannengrüne, der war der Meinung, nö. Machen wir nicht. Den schieben wir jetzt von der Strecke, den Kollegen da. Da ist auch einer. Hat uns 6 Sekunden gekostet, dieses Manöver. Hey! Auto überbremst. Nein, zu früh runtergeschaltet. Das lief nicht gut. Ups. Ja, man sollte ein bisschen langsamer reinfahren und dann schneller wieder rausbeschleunigen. In so eine Kurve.
Ganz schön spät in die Eisen hier, der Austin Mini Cooper. Das war Spotty. Bremspunkt verpasst. Dann wieder in den ersten runtergeschaltet vom dritten. Das mag das Auto irgendwie überhaupt nicht. Das war nicht geplant. Wo ist er denn jetzt? Der Mini. Ja, hinter mir. Ich bin extra vom Gas gegangen, um ihn vorbeizulassen. Er wollte nicht. Na gut. Ja, also ich wollte da eigentlich gerade nicht abkürzen. Ich weiß nicht, warum ich da das Auto verloren habe. Ich habe eigentlich so gebremst wie die Runden zuvor auch. Mit dem Stupser vom Mustang hat es angefangen. Danach ging es nur noch bergab. Hey. Eine Runde haben wir noch. Gut, wir wären eh nicht viel weiter nach vorne gekommen. Die Mustangs da vorne waren einfach zu stark. Aber wir wären in den Top 20 wahrscheinlich angekommen. Hätte uns der Mustang da nicht vor der Parabolika den Arsch umgedreht. Völlig grundlos. ...1,6 Sekunden im ersten Sektor nochmal gefunden, okay. Du brauchst mich nicht überholen. Die nächste Kurve kriege ich eh. Oder bin ich eh vor dir? Du brauchst mich auch vor der Ascari nicht mehr überholen. Denn die werde ich auch schneller nehmen als du. Die Linie hat nicht so gut gepasst. Dann spring noch Zeit verloren. Nee? Okay, dann nicht. Immer noch 1,6 Sekunden. Das wäre echt geil, wenn wir das ins Ziel bringen. Das ist ein 1,24,5.
Na, eine 224.8. Gute Rundenzeit. Doch. Und das ärgert mich mit dem Mustang. Gut, danach haben wir noch drei Fehler selber gemacht. Uns zweimal in der ersten Kurve weggehauen und einmal da in der zweiten Schikane. Aber wir haben echt mit dem Mustangs mithalten können, mit dem kleinen Lotus Cortina. Das fand ich schon sehr ordentlich. Okay, hier vorne sind noch ein paar mehr Cortinas. Wir sind, glaube ich, der schlechteste... Nein, wir sind bei weitem nicht der schlechteste Cortina. Best Lap Times. 224.8. Ist eigentlich ganz gut. So irgendwo Hälfte. Ja, so ziemlich mittendrin. Ich bin zufrieden. Das Ergebnis hätte uns eben noch in die Top 20 spülen können, aber dafür waren da leider drei Fehler zu viel, plus der Aufbauunfall vom Mustang, aber war trotzdem ein cooles Rennen. Ich glaube allerdings, dass dem Auto ein paar Kurven mehr besser liegen als diese langen Geraden. Ich meine, wir waren an vier Stellen pro Runde sind wir im Begrenzer. Vor der Ascari, vor der Parabolica, vor der ersten Kurve und vor der zweiten Schikane. Immer im Begrenzer bei 184, 185. Ein fünfter Gang wäre nicht schlecht gewesen manchmal. Naja, trotzdem ein sehr interessantes Auto. Eine gute Kooperation zwischen Ford und Lotus. Nur, ich glaube, ich gebe dafür gerne 120.000 Pfund aus, um mir so ein Ding in die Garage zu stellen. Das dürfen andere tun. So, von mir war es das für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche zur letzten Folge GT Legends. Und hoffentlich auch die Woche nochmal zu einem der anderen Videos, die ja hier auf dem Kanal noch rumfleuchen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Swody.